Moin zu einer weiteren Folge Hof Bergmann. Ich bin gerade hier bei der Kuhweide. Da hinten sehen wir nochmal den Drescher fahren. Und ich habe noch ein paar Kühe dazu gekauft. Wir haben jetzt insgesamt, ich schaue mal eben nach, also auf der Weide haben wir insgesamt 8. Und ich muss mal zum Hof. Die brauchen nämlich jetzt Wasser. Und deswegen steige ich jetzt hier auch in diesen kleinen John Deere. Ich finde ihn eigentlich echt klasse, wenn man damit immer so kleine Transportationen durchführen kann. Habe ich den jetzt irgendwie angekuppelt hier? Dran. Und ich habe herausgefunden, wie man Käse macht. Also eigentlich ist es gar nicht schwierig, nur irgendwie habe ich das nicht hinbekommen, da reinzuladen. Man nimmt schon den Eimer und tut es da rein. Und ich habe da jetzt auch Milch reingefüllt, das heißt, da wird jetzt Käse produziert. Aber ich fahre jetzt mal eben hier zum Hof, zum Kuhstall, damit die eben ein bisschen Wasser kriegen. Ja, für diesen blauen Tank muss ich dann, glaube ich, irgendwie hin. Wir haben ja noch ein bisschen was drin, weil die sollen ja auch Milch produzieren. So, hier sieht es mir aus, ne? Kann ich da. So. Da geht's hin, das Wasser. So, hier mache ich weiter, wenn ich aussteige. Ah, hier haben wir noch ein bisschen was über, aber so, was haben wir denn jetzt hier? Wie viele Kühe habe ich da drin? Ich glaube 4 oder was, ne? Ich guck mal eben. Ja, 4. Die produzieren jetzt auch Gras, haben die nicht, aber das ist nicht so wichtig. Gut. Machen die auch Milch? Dann ist das schon mal gut. Das ist super. Und ich fahre dann nochmal eben den Inner. Ne, ich befülle den erst. Und dann fahren wir zur Käserei. Vielleicht mal eben zeigen, dass da schon alles prima hergestellt wird. Ich bin schon ein zu weit. Und ich habe ja Kühe gekauft und ich habe auch mehr Geld, weil ich ein bisschen was verkauft habe. Ich habe einmal den kleinen Fan verkauft, den 313er habe ich verkauft, eben. Das ist der ja der kleinere. Und den John Deere habe ich jetzt mal gelassen, da bin ich mir aber auch noch nicht sicher. Den größeren, das hier 7er, hier Fan. Ich weiß gar nicht, den beiden kleinen habe ich glaube ich auch gelassen. Zumindest den einen, den schwarzen. Ich weiß nicht, ob ich den anderen auch da gelassen habe, aber ich meine wohl. Die ich hier wahrscheinlich beschissen nicht. Da geht. Haben wir das Ding hier nochmal eben voll. Unserem Brunnen. Ja, was das ist nicht. So. Guck, eigentlich können wir uns auch noch mehr Kühe kaufen, weil umso mehr Milch. Umso mehr Käse, umso mehr Geld, ne? Wir haben hier auch noch mal eine Buttermaschine gekauft. Ich guck gerade mal einen Händler rein. Findet man die wohl diverses? Ne. Hallen, Silos, diverses, hier ist auch noch mal die... Da, Buttermaschine. Ach, die können wir uns sogar leisten. Was ist denn jetzt für mich? Entenwanne. Befüllbares Butterfass, das brauchen wir dann auch, ne? Ah ja, das ist er. Können wir uns auch kaufen, aber zunächst mal brauchen wir mehr Geld. So, der ist voll. Hoffentlich komme ich überhaupt wieder weg. Der hat ja so eine Deichsel, da der Anhänger. Wow. Irgendwie wird das jetzt schon machbar werden. Bin ich der Profi in Rückwärts fahren? Ah, das ist das. Das geht doch nicht angegossen. Und dann stelle ich das fast schon mal eben nach hier hinten. Müssen wir auch gleich mal eben gucken. Geld läuft rückwärts, weil ich einen Helfer eingestellt habe beim Drescher. Damit wir natürlich irgendwie alles schneller hinkriegen.
um unsere Kühe. So, was haben die eigentlich? Haben die noch genug zu futtern hier, Kuhweide? Oh, Heu, die brauchen Heu. Da müssen wir uns da gleich auch nochmal drum kümmern. Vorerst sind wir halt. Der hat noch Platz, weil den Trecker genau da hinten ist. Der war ja noch dran, den haben wir verkauft. Ja, die beiden Trecker, den hier habe ich noch gar nicht benutzt. Aber dann schnappen wir uns mal eben wieder den hier. Ja, ich stelle das hier einfach eben kurz hin. So. Und dann hole ich eben eine Ballengabel, dass ich den dann noch eben in Ballen reinschmeiß. Das ist ja... Ich finde das cool, dass da in der Mitte so ein Untertop ist, wo man dann so Ballen reintun kann. Finde ich super. Ach, ich brauche ja jetzt die Gabel, bevor ich den Ballen holen kann. Logisch, logisch. Das müsste sie sein, da links, oder? Ballenspieß. In Schwarz, finde ich, sieht er ja auch echt schick aus, der fände ich. Also ich finde ihn schick. Deswegen will ich den auch eigentlich erstmal nicht weggeben. Aber wegen den ganzen Trecker, deswegen habe ich... Ach, was ich noch verkauft habe, ist das Auto. Das finde ich, brauche ich nicht. Gefühlt nicht. Ich habe ja meinen, sonst diesen schönen John Deere da, mit dem man alles irgendwie auch so machen kann, mit dem man schnell von A nach B kommt. Ich finde den echt super. Jetzt schmeiße ich das gleich mal runter. Da können wir, glaube ich, Schweine noch ein. Da können wir uns ja auch noch mal irgendwann kaufen. Die fressen ja auch eigentlich so gut wie alles. Das ist praktisch. Oh, jetzt ist er fast voll, aber das schaffen wir wieder eben. Und ich bin jetzt auf den Boden. Schaffen wir doch mal eben. Der hat ja noch 20% frei. So. Müssen wir gleich mal beides dran öffnen. Ja, das Ballon ist schon leerer geworden. Da kommt es auch ein ganzer noch rein. Und das habe ich hinterher, aber muss ja, ich kann ja keinen so einen halben Ballen da wieder mitnehmen, oder? So, dass wir dann noch mal Milch kriegen, dann können wir. So, Haupt nicht abkühlen, ne? Ich habe den Zaun offen gelassen. Ich hab's befürchtet. Der passt da nicht ganz rein. Wenn wir denn jetzt hier kurz abkehren, kriege ich den dann da raus. Wie viel habe ich denn da von jetzt? Habe ich dann einen halben Ballen dann oder wie? Nö, der ist sozusagen noch ganz. Naja, den haben wir über. Dann lasse ich den hier erstmal hier vorne gleich liegen. Dann habe ich den für später noch da. Das ist ja lustig. Das ist trotzdem noch ein bisschen, das ist trotzdem noch komplettes Heu, obwohl ich da was reingeladen habe. Naja, egal. Ich lege den hier erstmal hin. Dann können wir uns den hier mal eben kurz lassen für später. Und ich glaube, ich kaufe mir jetzt auch noch mehr Kühe. Aber dann muss ich gleich nochmal eben um den Helfer vom Dreschen kümmern. Saisonarbeiter. Nein. Kommen wir einmal was holen oder was? Nein, nein. Alles gut. Keine Saisonarbeiter. Ich bleib bloß. Ich hab hier alle mit rechten Dingen zu. Nicht? Da schon eine ganze Reihe stehen gelassen. Was hat er denn hier gemacht? Warum? Warum? Die Helfer legen mich schon manchmal auf Zerstörung an. Warum lässt er das verstehen? Ich verstehe das nicht, nicht? Aber das ist. Es sind dann noch so Sachen, die dann fürs nächste NS-Spiel dann eben getroffen werden müssen. Ein besserer Helfer, weil so wie wir hier jetzt auch gesehen haben, hat der ja eben die Scheiße verpasst, oder? Naja, es ist jetzt nicht tragisch, aber es ist doch cool. So.
passiert einem selber natürlich auch mal, wenn du so fährst, aber nur einfach. Da jetzt alle die Autos, weil er da steht oder was? Das ist so blöd, ich muss irgendwie Funkzerstörung ausschalten. Jetzt roll ich schon rein. Fruchtzerstörung, wo machen wir es denn? Pflanzen sterben, Fruchtzerstörung aus, so. Habe ich nicht jetzt alles weggenommen. So, 52, oh, dann ist nicht so, dass noch bei ihm drin, oder? Ihm oder nicht, sie liegen voneinander. Nee, ist ein Mann. Dann wird es mal keine Frau am Steuer. Können wir das eigentlich auch nochmal verbreiten? Dann reiten ist aber nicht so gut im Kurs, nicht? Ich schau mal eben schnell nach. Weizen. Oh, wow, wow. Kornmühle, das ist ja ein Preis. Oh, wow, wow. Aber der Weizen war halt schon drauf. Wo ich das Spiel begonnen habe. So, jetzt machen wir weiter. Wo ist denn Kornmühle? Kornmühle. Da hinten ist er. Jetzt kommen wir da eben hin, oder? Ab zur Kornmühle. Ja, ich hatte ja jetzt schon im letzten Video angesprochen, vielleicht nochmal Obstbäume zu kaufen. Ich denke, man kann ja das Obst auch dann, oder ich glaube, dass man es zumindest auch im Hofladen verkaufen kann. Eine Buttermaschine können wir uns noch anschaffen, das ist ja auch super. Für die Milch, aber gut, da müssen wir erstmal mehr Kühe kaufen. Aber unser Kontostand ist ja eigentlich nicht negativ und wir haben auch keinen Kredit. Von daher ist es eigentlich ist das super. Da können wir für mich noch Kühe kaufen, eine Buttermaschine. Wir produzieren die alle mehr. Ne? Logisch, mehr Kühe, mehr Milch. Natürlich auch mehr Stress. Da links, da sind wir gleich schon da. Da steht doch irgendwas. Das ist ein blauer Punkt. Was steht denn da? Interessiert mich jetzt aber mal eben. Ja, auf jeden Fall, wenn wir dann noch Futter noch produzieren. Ich will ja auch im Hofladen, den Hofladen nutzen. Was ich echt super finde, weil mit Bärmann ist es echt bitter. Und alles Mögliche machen kannst. Ne? Was steht da denn schon? Ach, das ist so ein Gabelstapler, der gehört. Den kann ich nicht verkaufen, so, aber da links muss das rein. Das ist ja cool. Hui. Der ist hier einfach sozusagen Produktion. Der ist einfach sozusagen hier von ich nicht mal Plus aufs Konto oder was? Gut, jetzt habe ich falsch. Ich krieg nicht mal Geld. Weil wieder runter dann hat sich ja überhaupt nicht gelohnt, dann habe ich das falsch gemacht. Das war ja richtig, dass ich das falsch gemacht habe. Das war ja blöd. Oder hätte ich es da einladen müssen? Ich glaube, ich hätte es da einladen müssen. Habe ich. Macht ihr da jetzt Mehl oder was? Das ist ja nicht für mich, oder nicht? So, ich laufe da mal eben hin. Da ist aber jetzt, da oben ist auch so eine Anzeige. Was habe ich denn jetzt gemacht? Da ist jetzt was drin. Produktion. Kann ich rein gehen. Was ist er? Mit Müller reden. Ach, Müller der Müller. Farming Simulator 17. Na, da ist so ein Aufkleber. Was? 19er gibt's hier. Mit Müller reden. Ich glaube, jetzt habe ich schon mal mit Müller reden. Was kann ich denn jetzt hier machen? Entladen. Nicht genug Platz zum Abladen. Was ist das denn jetzt hier? Nur gar nicht mehr. Was ist denn das? Kann ich das hier mitnehmen? Nee. Einmal. Ach! Getreideschrot! Der hat mir jetzt Getreideschrot gemacht. Ach, deswegen habe ich kein Geld bekommen. Kann ich das verkaufen? Sonst war ich damit gleich drüber. Aber gut, an dieser Stelle beende ich, glaube ich, das heutige Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich sag bis zum nächsten Mal und ciao.